Moin Moin und hallo, willkommen zusammen zu einer weiteren Folge Heavy Cargo, The Truck Simulator. Ja, heute im Regen. Und wir fahren direkt los zu unserem Auftrag. Ich hatte zwar eigentlich gesagt gehabt, ich mache das nicht heute in Transporterfahrten, die euch zeigen. Allerdings, jetzt wo wir gerade so im Regen sind, dachte ich mir, schauen wir uns das einfach mal an. Es regnet hier übrigens nicht rein. Das Scheibenwischergeräusch ist leicht nervig, aber gut, müssen wir wohl drüber stehen. 7,3 Kilometer, na gut, wir fahren jetzt einen kleinen Teil. Danach mache ich kurz einen Cut und dann geht's weiter, wenn ich wieder am Ziel bin. So sieht es jetzt aus. Ja. Warum bleibt eigentlich die KI so früh vor der Ampel stehen? Die könnten doch... Ne, jetzt habe ich ein bisschen reingesch... Auch will ich sagen, weil YouTube. So, okay. Und dann passt das. Gut, was zu den Regentropfen, was ich davon halte, erfahrt ihr dann am Ende der Folge. Da möchte ich jetzt erstmal noch nicht drauf eingehen. Aber ich habe schon mitbekommen, beim MAN soll es wohl noch ein Problem geben. Deswegen gibt es noch ein Update in der Beta. Was ich jetzt aber natürlich noch nicht gedownloadet habe, sondern ich spiele tatsächlich die 1.0. Bewegend lege insgesamt 20 Kilometer Strecke zurück. Habe ich jetzt permanent diese Ampel bei mir? Das darf doch nicht wahr sein. Also, klar, mein Fahrstil ist jetzt nicht der beste. Gut, gebe ich ja zu, es räume ich ja alles ein. Aber das Spiel ist von Bugs her auch nicht ohne, ne? Muss ich jetzt mal so ganz ehrlich sagen, hier gibt es ja wirklich richtige Probleme. Oh Mann. Aber ich bin ja froh, dass die Performance wirklich gut ist. Ich bin schon am Ziel. Na gut, dann ist das so. Scheibenwischer aus, Bremse rein, Motor aus, einmal aussteigen. So. Und dann stehen wir hier mit dem Regen. Das Kraftwerk westlich von Welslow soll modernisiert und erweitert werden. Dazu sind auch umfangreiche Kabelsanierungen vorgesehen. Da die Kabeltrommeln deutlich größer sind als die üblichen aus dem häuslichen Umfeld, kommst du ins Spiel. Sei vorsichtig in der Nähe von Ampelanlagen. Eigentlich solltest du problemlos durchpassen, aber sei trotzdem vorsichtig. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir da direkt rein und jetzt ist es auf einmal dunkel. Hä? Das Wettersystem verstehe ich hier noch nicht ganz. Okay, so, erstmal Motor an. Licht möchte ich haben. Oh, das bringt doch was, aber nur im Dunkeln was. Bremse gelöst, okay, passt. Scheibenwischer. Oh, gleicher Scheibenwischer-Sound, ich kriege die Krise. Okay, Abfahrt. Ja, und wenn ihr dann wisst, wie man LKWs konfiguriert, schreibt mir bitte das gerne mal in die Kommentare, denn ich weiß es jetzt bisher noch nicht. Und ich habe ja jetzt gerade ja wieder so einen Screenshot gesehen, wo das Ganze anders aussieht, wo der LKW dann schon modifiziert worden ist. Und ich kriege auch die ganze Zeit Teile freigeschalten und so. Deswegen, ich glaube, ich würde das ganz gerne machen wollen. Übrigens, auch diese Folge gilt wieder. Ich spiele immer noch mit Tastatur. Ich habe es immer noch nicht getan, das Lenkrad einzustellen. Das ist wirklich... Ja. Weil ich nehme das Ganze immer an einem Stück hier sozusagen eigentlich auf. Also... Gerade bei dem Titel mache ich das jetzt hier mal so. Dass ich... 4 Folgen eigentlich gleich aufnehme. Und dann könnt ihr mir mal so reinschreiben, was ihr davon haltet. Was ihr davon denkt, von diesem Simulator auch. Deswegen kann ich jetzt hier auch zu schnell fahren, das geht schon. Boah, dieser Scheibenwischer. Nee, ehrlich, Krise. Kann ich den nicht... Das Beste ist ja, dass er dann noch ein bisschen nachklingt, ne? Eigentlich ist er aus, aber er klingt noch so ein bisschen nach. Oh Mann. Aber wie gesagt, es gibt eine Beta-Update-Version, die ich jetzt hier noch nicht installiert habe. Mache ich vielleicht noch, mal schauen. Ja, das Ganze ist ja seit dem 9.10.
released. Und ihr merkt, wie gesagt, es hat echt einiges an Fehlern. Es ist eigentlich so schade. Ist es wirklich? Ich weiß nicht, ob das am Entwickler, am Publisher liegt, keine Ahnung. Aber alles, was dieser Publisher immer so released, ist halt erstmal verbuggt. Klar, es kommen Updates, die fixen das dann zum Großteil, aber es hat echt... Ich weiß nicht. Und ich glaube, ihr wisst alle, wer dieser Publisher ist. Ich nenne ihn jetzt bewusst nicht. Es ist bekannt, es ist klar. Aber ich möchte auch keinen irgendwie mit angreifen, um Gottes Willen. Nur bevor das jetzt hier irgendwie einer sagt, ah, das ist rufschädigend. Nein. Es ist halt einfach meine Meinung. Es ist so das, was ich einfach feststelle, dass da immer wieder Fehler gemacht werden. Ob das jetzt vielleicht zu früh releasen ist, ob das jetzt vielleicht zu früh etwas zeigen und die Community ist dann heiß drauf und man muss es dann dadurch früher releasen oder so. Ich weiß es nicht, an was es liegt. Aber irgendwas geht da scheinbar gewaltig schief. So. Und zum Thema gewaltig schief, ich möchte jetzt vielleicht mal auf die Regentropfen eingehen. Die sind nämlich gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir. Und ich finde es auch gut, dass es nicht in die Kabine reinregnet. Das war ja so meine Befürchtung, wenn es regnet, dass es dann in die Kabine vielleicht läuft oder so, das ganze Zeug. Muss ja nicht. Muss man ja jetzt nicht haben. Und ich finde auch die Passanten eigentlich sehr, sehr interessant. Interessant im positiven Sinne. Denn... ganz ehrlich, Passanten, die wirklich darauf reagieren, wenn ich näher an die ranfahre, finde ich gut. Finde ich wirklich nicht schlecht, dieses Prinzip. So, ich muss da ganz kurz schauen, dass die Aufnahme auch wirklich läuft, denn manchmal passiert mir da so ein kleines Unglück und dann läuft das hier nicht und ich spiele und nichts passiert. So, habe ich jetzt eigentlich schon irgendwen gerammt, dann kriege ich wahrscheinlich wieder Minuspunkte. Naja, schauen wir mal. Ich glaube, man könnte sogar Lichthupe geben und so. Wofür wird hier eigentlich so Werbung gemacht? Subways in Hamburg. Das ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die beste Entscheidung, nochmal für Subways in Hamburg so Werbung zu machen. On the Road, ja gut, okay, das ist klar, ist ja gleich Entwickler. Und warum sage ich, dass für Subways in Hamburg besser keine Werbung mehr gemacht werden sollte? Ja, es ist ganz einfach. Ich hatte ja letztens schon drüber gesprochen. Es kommt ein neuer Teil. Deswegen sich jetzt zu überlegen, Subways in... Oh ja, das ist es. Naja. Wisst ihr, was ich davon denke? Rums, nächste Ampel mitnehmen hier. Ich mache das übrigens unbeabsichtigt. Es mag zwar vielleicht anders aussehen, aber es ist wirklich so. Ich bin vielleicht einfach ein bisschen zu unkonzentriert. Was? Notruf? City Driver? Gut, okay. Werbung für City Driver, ich glaube es sofort, ey. Für alle, die jetzt nicht verstehen, warum ich das nicht unterstütze, ganz einfach. Es passiert dazu nichts mehr. City Driver wird wahrscheinlich, so denke ich, dass es so sein wird, nicht weiterentwickelt, denn der Entwickler View App arbeitet ja jetzt mit Dovetail Games am City Transport Simulator Tram. Wenn da übrigens eine neue Version ist, zeige ich euch das wieder. Vorher nicht, weil es andererseits momentan nichts zu zeigen gibt. Aber genau, gerade weil der Entwickler jetzt aber in einem neuen Titel arbeitet, glaube ich einfach nicht, dass da in City Driver noch was passieren wird. Also, sorry an alle City Driver Spieler. So. Jetzt wollen wir nochmal Scheibenschaden machen. Nee, das Geräusch nervt mich zu sehr. Das geht mir so richtig auf die Ketten. Ja, generell soundmäßig bin ich mir noch unsicher, ob das jetzt realistisch ist. Klingt sehr stark auf jeden Fall, der Motor. Der hat so richtig Wumms hinter. Aber vielleicht ist das ja auch so üblich. Also wenn ihr euch da auskennt mit Schwertransport-LKWs, schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Vielleicht ist ja auch irgendeiner LKW-Fahrer und fährt sowas täglich. Muss ich jetzt hier ein Foto von machen. Da kommt nochmal was einmal. Bremse rein.
Und dann geht's los. So. Foto aufnehmen. So. Zack. Und wieder rein in die schöne warme Kabine. Der macht dann wirklich so einen kleinen Cut und dann ist man außen und wenn man dann wieder rein möchte, gibt es wieder so einen Cut. Komisch. Ich glaube, Heavy Cargo basiert so auf Minigames. Das ist so meine Befürchtung. Wobei sich das jetzt hier so schlimm noch gar nicht darstellt. Also, ja, im Simulator und dann so Minispielchen finde ich ja jetzt nicht ganz so gut. Das wäre nämlich auch dann passend zu dem, was ich ja in der letzten Folge erzählt hatte, wo ich ja so ein bisschen länger gebraucht hatte mit diesem Ausmessen im Tunnel. Das war nämlich auch wieder so ein Minispiel. Ja, weiß ich nicht, ob ich das so unbedingt gut finde. Kann man machen, muss man aber nicht, seid dazu nur. So, und jetzt drehe ich nochmal richtig Stoff und dann sind wir gleich da. Und zwar ist jetzt hier vorne links die Einfahrt. Also hier. Ja. Genau, hier müssen wir einmal rein. 8 Minuten. Man könnte auch schnell hinkommen, dass hier die Aufnahme gleich wieder vorbei ist. Zack. Wir deaktivieren erstmal wieder alles. Das aus. Okay, jetzt habt ihr noch den Rundumleuchter an. Egal, soll uns nicht weiter stören. Motor aus. Und aussteigen. Jetzt kommt nochmal meine Markierung. Wo ist sie? Hallo? Wo ist meine Markierung? Da vorne. Ey, ist das dunkel. Ist das dunkel. Aber es würde wirklich... Ich glaube, das basiert halt wirklich auf Minispielen. Hm, 2 Sterne. Okay. Fahrstil 64%. Na, geht besser. Es geht besser. Und jetzt sind wir zum Beispiel wieder im richtig hellen. Verstehe ich nicht. Also das verstehe ich ja wirklich nicht. So, aber wir haben noch Zeit. Das heißt, ich kann schon mal die nächste Mission raussuchen. Mit Überbreite zum Steinbruch. Na gut. Machen wir noch mit Überbreite zum Steinbruch. Und die Missionen, die ich da vorgeschlagen kriege, sind das alle Missionen? Ist da nicht mehr drin? Ups. Nicht gut. Das ist gar nicht gut, wenn da so wenig ist. Los geht's. Diese Überblendung von meinen Augen jetzt gerade. Man hat so das Gefühl, man hat jetzt gerade richtig in die Sonne reingeschaut. Oh, es geht langsam wieder. Okay. Licht. Nee, nicht so. Ein Abblendlicht nur. Zwölf Kilometer? Wobei, es sind ja keine kompletten 12 Kilometer. Aber was ich jetzt wirklich gut gelungen finde, man hat jetzt hier wirklich so Pfützen. Weil es hat jetzt geregnet, also erkennt das Spiel, okay, da müssen Pfützen sein. Das finde ich gut. Das finde ich jetzt wirklich gut gemacht. Na komm, schalt um. Genau. Die Ampelphasen sind wirklich etwas komisch. So. Und da vorne haben wir wieder eine Ampel. Zack. Ich sehe schon wieder echt die Kommentare so vor mir. Fahr doch mal vernünftig. Das ist der Transporter, der so piept. Oh, gut, alles klar. Soundmäßig kritisch. Also wirklich. Das habe ich auch noch nicht so erlebt. Muss ich echt sagen, habe ich so noch nicht erlebt, dass so ein Fiepen dann entsteht. Naja. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung rein. Also wenn ihr sagt, nö, ich finde den Sound gut, könnt ihr es gerne schreiben. Und ich nehme die nächste Ampel wieder mit. Weil ich mag Ampeln nicht, deswegen, die müssen weg. Ich fahre einfach zu schnell.
bin viel, viel zu schnell und dann kann ich immer nicht mehr richtig bremsen und dann ist vorbei. So. Aber wie hat mal so einer so schön gesagt bei mir in der Community, wer bremst, verliert. Also, draufhalten. Egal, was da ist. Ich finde das nicht irgendwie ärgerlich. Gut. Das war übrigens keine Anstiftung zu irgendwelchen Straftaten. Dürften wir auch gleich da sein. Vielleicht. Rums, nächste Laterne mitnehmen. Mal keine Ampel zwischendurch. Aber der ist auch so echt schwammig, dieser Transporter. Also Fahrphysik, ja. Naja. Fump. So. So eine Szene jetzt hier, das kennt man ja aus On the Road. Und ja, ich weiß, Spiele miteinander zu vergleichen ist immer so ein bisschen doof, aber es ist vom gleichen Entwickler. Es ist vom gleichen Entwickler und es ist ja auch der Nachfolger, deswegen wir müssen ja so ein bisschen drüber sprechen, was ist vielleicht wirklich besser und was ist vielleicht sogar gleich geblieben. Und gleich geblieben ist aber dieser MAN. Genauso auch der Grafikstil. Klar, es ist ein bisschen neu gemacht. Aber grundsätzlich gesehen, man kennt diese Grafik. Ist aber, muss ich ganz ehrlich sagen, echt nicht anspruchsvoll. Also, um das jetzt hier so auf höchsten Einstellungen zu spielen, ihr braucht keinen krassen PC. Es läuft. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte das ja in der letzten Folge schon mal gezeigt gehabt, die FPS. Das ist in Ordnung. So, wenn wir gleich am Ziel sind, würde ich sagen, dann ist erstmal Folge vorbei wieder. Genau. Zack. Bleib stehen. Licht aus. Motor aus. Aussteigen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und auch gerne ein Abo. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.